Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Stranded Deep. Ich heute mal diese wunderschöne Krabbe hier. Ich weiß nicht, warum die hier tot liegt. Das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Ich weiß nicht genau, warum die hier ist. Oder wer genau sie eingeladen hat. Boah, Alter, bringt das viel Fleisch. Okay, warte mal, ich würde glaube ich eher das mittlere Wildschwein hier noch essen. Okay, warum ist das, ist doch bescheuert. Warum ist denn das Schweine, das Wildschwein, das rohe, gesteckt mit dem geräucherten Rindfleisch, also mit dem geräucherten Fleisch? Fleisch. Was ist das für ein Schwachsinn? Hä? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Okay, wir haben gerade rohes Fleisch gegessen, aber wir leben noch. Das ist die Hauptsache. Wir haben auch keinen Statuseffekt dafür bekommen. Passt schon. Wir brauchen Wasser eigentlich nur noch, ne? Ziehen wir mal durch. Ja, ist fast voll. Wir haben halt keine wir haben keine Energie, ne? Was können wir uns machen, um Energie zu bekommen? Salbe? Aloe-Pflanze. Aloe-Pflanze. Lass mal probieren, was das bringt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Wir haben hier bestimmt noch irgendwo eine Aloe-Pflanze. Ich meine, erst wenn wir es mal gemacht haben, können wir wissen, was es gebracht hat. Ich nehme die mal mit. Und dann machen wir uns mal eine Aloe-Salbe. Und dann ballern wir uns. So nützlich wie ein Sonnenschutz, medizinischer Gegenstand. Ah, das ist, um Sonnenbrand zu verhindern. Okay, nicht das, was ich jetzt unbedingt wollte. Aber okay, Wasserbeutelbandage. Die Bandage hilft wahrscheinlich nur gegen Verletzungen oder so, ne? Die Bandage ist wahrscheinlich nicht dafür gedacht. Oder? Lass ausprobieren. Ich weiß es nicht. Einmal Stoff und eine Schnüre. Was ist man hier noch? Ach, das ist ein Stein. Lul. Lass mal ausprobieren. Wir müssen es ausprobieren, ansonsten können wir es halt, kann ich es auch nicht wissen, ne, wenn ich es nicht ausprobiere. Dementsprechend, wir nehmen uns eine Schnüre, wir machen uns eine Bandage. Die Bandage. Blutungen stoppen. Okay, das hilft aber nicht gegen, damit du wieder Energie bekommst, ne? Ah, okay, jetzt füllt sich langsam unsere Energie wieder ein bisschen auf. Okay. Also das muss man dann über Dingens machen. Ich verstehe, das muss man über Essen und Trinken machen. Okay. I understand. Dann trinke ich nochmal voll. Und dann lädt sich unser Leben jetzt relativ gut auf. Das ist nice. Okay, cool. Pass auf, wir machen heute Folgendes. Wir gehen uns heute... Fleisch haben wir ein bisschen was dabei. Wir haben mal alle OS-Albe dabei und eine Bandage. Haben wir noch Platz für zwei Kisten, theoretisch. Dann schmeiße ich den Lachs hier mal hier hin. Den brauchen wir auch nicht. Wir fahren nur auf eine Insel gegenüber. Und das schmeißen wir auch nochmal hier hin. Dann können wir die Kiste nämlich mitnehmen. Die ist auch voll, ne? Okay, da sind theoretisch gesehen nur vier Steine drin. Die nehmen wir auch mal mit. Wollen wir den Kanister vielleicht noch hier reinpacken? Ah, jo, perfekt. Das Ding auch? Jo, perfekt. Kompass? Auch? Ah, schade. Okay, lassen wir mal stehen. Passt schon. So, ja, Lebensenergie ist fast aufgeladen. Ich speichere einmal ganz kurz. So. Hoffe einfach mal, dass uns auf dem Weg, dass da jetzt nichts Schlimmeres passiert, wie zum Beispiel ein Unwetter oder so. Den Hammer lassen wir auch mal da, den brauchen wir jetzt unterwegs nicht. Dafür brauchen wir das Paddel. So. Und dann gehen wir uns auf der anderen Insel mal drüben diese anderen Fundamentdinger hier holen. Die Insel war... Für die Lebensenergie braucht aber ganz schön lange, ne? Na egal. Die Insel war die da drüben, glaube ich, ne? Ja, da ist nämlich dieses Dingens. Ich hoffe, das ist kein Unwetter da oben. Am Himmel.
Könnte aber tatsächlich sein, dass es ein Unwetter ist. Aber schauen wir mal, das werden wir schon irgendwie rausfinden. So, darüber müssen wir. Fahren wir mal los, nicht? Fahren wir mal los. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Wie gesagt, bitte kein Unwetter. Das wäre ganz nett. Wir haben ja schon ziemlich oft Unwetter gehabt jetzt, ne? Ah, wie unheimlich. Man kann da unten auf den Boden gucken. Boah, ich finde allgemein, so Meer ist super unheimlich, ne? So dieses Gefühl oder so dieses Wissen. Du fährst in so einem Boot und unter dir geht es einfach kilometerweit nach unten. Du weißt nicht, was unter dir ist. Und so allgemein dieses Gefühl, ne? Das ist total... Ah, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich finde den Ozean allgemein sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr angsteinflößend. Auch wenn du überlegst, dass du so ein riesiges Schiff irgendwie gehst. Auf so ein Kreuzfahrtschiff von mir aus oder sowas. Und dann fährt das auf dem Meer und ist trotzdem einfach so ganz, ganz winzig. So, ne, dieses Verhältnis einfach, ich finde das total unheimlich, keine Ahnung. Vielleicht auch einfach Spinnerei, das kann auch sein, ich weiß es nicht, aber ich finde das total unheimlich. Weiß nicht. Super scary. Und wie gesagt, jetzt auch hier so, ne, du weißt halt nicht, was ist hier jetzt gerade unter die... Ich weiß, da gibt es irgendeine Bezeichnung, so irgendwas mit, ne, Phobie oder so. I don't know. Ich finde das total, total scary. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so, ne, ob ihr da auch irgendwie so Paras schiebt oder so, ob ihr das auch so ein bisschen unheimlich findet. Oder ob ihr eher sagt, naja, mein Gott. Da gibt es auch Schlimmeres, ne? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Aber guck mal, hier gibt es ganz viele Palmen auch, ne? Wir müssen aufpassen, tatsächlich hat uns in der letzten Folge, das habe ich gar nicht mitbekommen, hat uns eine Schlange attackiert. Ich dachte eigentlich, das wäre eine Krabbe gewesen, es war aber tatsächlich eine Schlange. Ich wusste nicht, dass es hier auch Schlangen gibt. So. Hier bin ich und hier stehe ich. Mit meinem Paddel. Okay, ich schmeiße erstmal die Kisten hier hin. Huch. So. Nein. Nein. So. So, da sind noch 4 Steine drin. Da können wir gleich mal den nächsten Stein dazu packen. Ich habe die Hacke mitgenommen, ich Idiot. Oh, boy. Achso, warte mal, das Paddel hieß es, kann man irgendwo am Boot festmachen. Ah, geil. Okay, mit einem Speer bewaffnet. Oh, noch ein Stein. Geil, tun wir direkt in die Kiste, wir werden ihn brauchen auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz zu dem... Wo war denn die Schlange hier das letzte Mal? Ich würde auf jeden Fall hier gerne ein paar Palmblätter mitnehmen, weil bei uns wird es halt langsam ein bisschen eng, was das angeht. Ich höre die Schlange. Ah, ich sehe die Schlange. Hallo, dumme Sau. Ich habe Angst, dass die uns wieder trifft, ne? Ich meine, er könnte den Speer halt auch ein bisschen anders halten, ne? Dann würden wir die vielleicht auch treffen. Weiß nicht, kann man sich der von hinten anschleichen? Ah, dummes Vieh! Good. Oh! Brauchen wir wieder ein Gegengift. Ist doch zum Kotzen. Oh, gross. Ich gehe mal gucken, ob wir hier Gegengift finden. Wir sind wieder vergiftet, ne? Oh, jetzt wo wir gerade wieder ein bisschen hochgeheilt sind, ist das zum Kotzen. Ich gehe mal gucken, ob wir ein bisschen Gegengift finden. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Hier sind wahrscheinlich auch irgendwelche anderen Viecher noch unterwegs. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Wahrscheinlich eine Krabbe. Hier ist natürlich gar nichts, ne? Aber das wäre doch ein Witz, wenn es auf dieser Insel
keine Pflanze für Gegengift gibt. Okay, liegt noch ein bisschen Altmetall rum. Das haben wir schon ziemlich viel gefunden tatsächlich, ne? Von diesem Altmetall. Okay, hier sind ganz viele von diesen Dingern hier, aber kein einziges Scheißding mit Gegengift. Also mit dieser Pipi-Pflanze willst du mich verarschen? Ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch wirklich nicht dein Ernst. Jetzt mal Real Talk, Digga. Jetzt mal ehrlich, das kann doch nicht sein. Oh, ist das ätzend. Ach ja, ach ja, ach ja. Das ist doch scheiße. Hier ist halt nüscht. Hm. Ja, das ist scheiße, ne? Hier ist nix. Puh. Okay. Na komm, wir gehen mal die Dinger sammeln. Wir haben zum Glück gerade... Und dann müssen wir leider zurück. Wir müssen uns ein bisschen... Nehmen wir den Speer hier, komm. Ah ne, das geht mit dem nicht, ne? Ey, das geht mit dem nicht. Super. Guck mal hier, geil. 5 Stück brauchen wir für einen Floßteil, ne? Können wir... Komm, lass uns doch die auch einfach schon mitnehmen. Hui! Weiß nicht, ob das vom Platz her reicht. Haben wir jetzt... Wie viel haben wir jetzt? 4, 8, 10 Stück. Perfekt. Perfekt. Haben wir hier noch irgendwas Cooles, was wir noch mitnehmen können? Da geht's noch nach oben. Da geht's nirgendwo hin. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Was gibt's denn da oben? Okay, da kann man nicht hoch. Gut. Schade. Okay, da geht's nach unten wieder. Boah, das ist halt... Ohne Atmung ist das schwierig, ne? Oh, warte mal, was haben wir hier? Beschriftungsgerät? Was soll ich denn damit, Alter? Was soll ich denn mit einem ganzen scheiß Beschriftungsgerät jetzt mal... Ernsthaft? Das... Keine Ahnung. So, da geht's auch wieder rein. Okay, aber nochmal eine Taschenlampe. Da gibt es super viele von. Wahrscheinlich kann man die Taschenlampe, die man hat... Boah, geht's hier tief runter. Ach du Scheiße. Okay, hier ist noch ein Anker. Ja. Hier ist... Ach, das war das Ding gewesen. Okay, hier geht's sonst auch nicht rein. Oh doch, warte mal. Oh, das kann man irgendwie aufmachen. Au. Oh, Arschloch. Okay, das kann man irgendwie aufstülpen. Ich weiß nicht wie. Also wir jetzt gerade sowieso wahrscheinlich. Okay. Vielleicht können wir das schon. Was willst denn du jetzt schon wieder? Hau mal ab. Oh, der hat Bock auf jeden Fall. Geht mal hier rein. Ich glaube, da kommt er nämlich nicht hin. Eine Leuchtpistole. Ich nehme einfach die ganze Kiste wieder mit. Okay, hier ist sonst nichts mehr in der Ecke. Oh, doch, hier ist noch was. Oh, Klebeband und sowas. Wir müssen gleich nochmal rein. Wir müssen aber jetzt erstmal auftauchen kurz. Wir brauchen... We need some air to breathe, man. Können wir gucken, dass der uns hier nicht wieder angreift, die dumme Sau. Ah, da ist eine Zwei sind das mittlerweile. Natürlich, klar. Sicher. Als ob hier einfach 2 Haie rumschwimmen. Willst du mich verarschen? Okay, beides... Nein, wir haben keinen Platz mehr. Oh, das kann nicht wahr sein. Warte mal. Moment, Moment, Moment. Ach so.
Okay, das geht natürlich, klar. Pass auf. Ah, schade. So. Wunderbar. Achso, nee, warte mal, die können wir erstmal liegen lassen, glaube ich. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, aber jetzt lassen wir sie erstmal liegen. Sind die zwei Herrschaften noch da? Ah, wir sind immer noch vergiftet, ne? Boah, das ist so zum Kotzen. Ich hoffe, unsere Pipi-Pflanze ist bis dahin fertig, bis wir wieder zu Hause sind. Was haben wir denn hier noch? Aha. Auch wieder ein bisschen Klebeband, nice. Eine Sauerstoffflasche nehmen wir auch mal mit. Sauerstoffflasche und Leder. Alter, was es hier alles gibt, ne? Krass. So much loot. This is great. Wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir hier? Ist hier das Klebeband um die Ecke? Ja. Und eine Laterne. Und Leder. Oh, so viel geiles Zeug. Hier geht's auch noch nach unten, aber... Weiß nicht, ob es sinnvoller wäre, wenn wir das, was wir haben, erstmal safen. Ich glaube, hier geht auch bald nichts mehr rein, ne? Da geht nichts mehr rein. Hier auch nicht. Okay, komm, wir nehmen die zwei Kisten. Da ist auch noch ein Schiff. Leck mich am Arsch. Problem ist aber halt wirklich, dass wir halt einfach vergiftet sind, ne? Das kotzt mich gerade so an, wegen dieser blöden Kackschlange. Das ist so ätzend. Super nervig einfach. Dieses blöde Kackvieh. Regt mich voll auf. Okay, Leder, Sauerstoffflasche. Hier, das können wir alles noch reinpacken. Die Laterne auch eigentlich, ne? Ja. Und die zwei Container hier können wir auch nochmal liegen lassen. Ich hoffe, wir kriegen das alles mit auf unser Dings hier am Ende. Alles ganz schön was los, du. Okay, come on. Speer nehmen und nochmal reingehen. Wenn die Haie was wollen, kriegen sie auf die Fresse. Haie, die was wollen, kriegen einen auf der Bollen. Uwe Bollen. Ah, wir sind hier quasi unterm Schiff, ich verstehe. Und baggen hier fest. Dann hau ich hier wieder ab. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf, nicht? Wo kommen wir hier hin? Nach hinten wieder. Okay, kurz Luft holen. Und dann ging es doch hier irgendwo noch weiter nach unten. Ah, hier. Ich glaube, hier ist auch erstmal nichts. Okay, das ist so mehr oder weniger verschüttet irgendwie, ne? Glaube ich. Jetzt hust dir mal hier nicht an zurecht, Junge. Kannst auch echt übertreiben. Und hier ging es, glaube ich, auch nicht mehr weiter. Ne, ich glaube, dann haben wir das Schiffswrack soweit, glaube ich, sogar erstmal fertig gelootet. Hier geht es nochmal nach unten. Aber ich glaube, hier ist auch nichts, ne? Ne, hier geht es auch nicht groß weiter oder so. Hier ist nochmal eine Tür. Ah. Okay. Da ist auch nochmal einer. Nochmal zwei Leuchtpistolen. Wir haben keine Luft mehr. Fuck. Jo. Der stellt sich aber auch an, ne? Meine Güte. Man kann sich aber auch anstellen. Oh, Pipi-Pflanze. Sehr gut. Schnell nach Hause, Gegengift machen, bevor wir mehr Leben verlieren. Eine rundum gelungene und sehr erfolgreiche Tour. I am very zufrieden. Kriegen wir alle Kisten mit? Oh, Gott sei Dank. Oh, wir müssen aber das Paddel noch nehmen, ne? Wie sieht es mit Essen aus? Komm. Rein damit. So. Paddel nehmen, dann nach da drüben. Come on, bevor es dunkel wird. Bis sie beeile, gell? Bis sie beeile. So, darüber müssen wir. Wir wissen ja mittlerweile, dass wir zwei Haie hinter uns her haben. Das ist nicht so toll.
Ich bleibe immer noch dabei. Meine Hoffnung ist, dass die uns nicht angreifen. Das wäre toll. Sicher bin ich mir nicht. Ich wäre ihnen trotzdem sehr zu Dank verpflichtet, wenn sie uns nicht attackieren würden. Vielleicht gilt das aber auch nur, wenn du auf diesem Rettungsboot hier schwimmst. Vielleicht ist das was anderes, wenn du ein Floß hast. Vielleicht attackieren die dich dann doch irgendwann, ne? Ich weiß aber auch, dass es verschiedene Haisorten gibt. Also es gibt einmal den Hammerhai, der hier unter uns immer hin und her schwimmt. Und dann gibt es aber auch noch den normalen Hai und es gibt auch den weißen Hai, soweit ich weiß. Und ich meine auch irgendwo mal gelesen zu haben, dass es auch so einen Megadollon gibt oder so, wie die heißen. Auch nicht so geil. Wir haben schon wieder Pusteln am Arm. Und Sonnenbrand haben wir auch schon wieder. Wird Zeit, dass ihr endlich mal ein DM aufmacht. Sonnencreme, Gegengift, diese Woche im Angebot. Let's go. Fürchterlich. So, jetzt sind wir gleich zu Hause wieder mit richtig nicem Stuff im Schlepptau. Das muss man wirklich sagen. 4 prall gefüllte Kisten. Erstausrüstung von Floß. Wir haben ein bisschen Leder noch gefunden. Das ist auch ziemlich nice. Und wir haben Klebeband gefunden. Auch das ist geil, eine Laterne. Und auch Leuchtpistolen. Ich weiß nicht, was man mit Leuchtpistolen macht. Oh, es wird ganz schön schnell dunkel gerade. Oh oh. Okay, okay, okay. Aber wir schaffen's. We can do this. Und dann müssen wir uns, wie gesagt, also Ziele im Moment sind, sich darum kümmern, dass wir ein bisschen Sauerstoff unter Wasser haben. Und ein Floß. Das sind so die zwei Things to do gerade. Ob wir das mit dem Floß hinkriegen, weiß ich nicht. Ob wir das mit dem Sauerstoff hinkriegen, meine ich. Was man da schon machen kann. Ich weiß es nicht. Aber wir sind da. So. Supi. So, warte mal. Können wir das... Wo war das? Hier, glaube ich, ne? Perfekt. Ach schön, ach schön, ach schön, du nicht. So. Was machen wir denn jetzt? Schlafen wir ein bisschen, ne? Ja, trinken haben wir leider nichts. Das müssen wir morgen erst anpflanzen. Ich schmeiß mal hier gerade noch die Kisten hin. So, schön aufeinander gestapelt. Perfekt. Und dann speichern wir einmal. Und gehen schlafen. Gute Nacht. Gutes Nächtle, Gil. Kommt's gut in den neuen Tag. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. So, als allererstes Gegengift. Wir sind immer noch vergiftet, ne? Naja. Das heißt aber, wir werden uns wahrscheinlich... Ja, wir müssen uns eine neue Kokosdingens craften. Was brauchen wir für so ein Kokosding nochmal? Kokosflasche? Oh, ein Seil und eine Kokosnuss. Kokosnuss. Geil. Ich gehe ein Seil eben schnell holen. Und da müssen wir uns dann neue Kokosnuss-Dings rauscraften. Weil in dem anderen Ding haben wir die Aloe-Creme. Die möchte ich jetzt eigentlich ungern wegschmeißen. Achso. Okay. Oh, muss die Kokosnuss noch voll sein? What? Die Kokosnuss muss wirklich noch voll sein? Ach, ist das bescheuert. Sorry, aber das ist halt wirklich dumm. So, dann können wir uns hier ein schönes Gegengift basteln. Und das Gegengift, das jodeln wir uns direkt mal rein. Bevor wir hier noch Probleme kriegen. So, und schon sind die Pusteln weg. Perfekt. Geil. So, dann brauchen wir was zum Trinken. Oh, wir hätten Palmenblätter drüben mitnehmen können, ne? Ja... Na egal, komm. Wir schnabulieren mal über die Insel und gucken, ob wir hier irgendwo so ein paar Blätter finden. Ich glaube, hier ist noch nichts nachgewachsen, ne? Günsel. Ah, ne, das ist alles noch nicht nachgewachsen hier. Scheiße. Ja, okay, müssen wir mal gucken. Da liegt eine Kokosnuss. Where hat die Kokosnuss? Where hat die Kokosnuss? Where hat die Kokosnuss geklaut?
Ja, Palm ist halt hier auch mittlerweile echt Mangelware, ne? Auf der Insel hier. Aber wir werden sie jetzt wahrscheinlich nutzen müssen. Schon scheinbar nichts mehr zu trinken. Haben wir nur noch eine Palme hier? Holy smokes. Das ist natürlich nicht mehr so viel, ne? Ja. Aber das ist jetzt leider so, ne? Was soll ich machen? Huch! Was soll ich machen? Ich muss, wir müssen ja irgendwas trinken, ne? Das geht ja nicht anders. Boah, das ist aber auch wild, ne? Mit diesen ganzen Pflanzen. Oder musst du da immer schon wieder nachlegen? Und gibt es da nicht irgendwas anderes? Kann man hier nicht irgendwie Regenwasser oder dass man Meerwasser filtern kann? Das muss doch irgendwie gehen. Abkochen, keine Ahnung, was weiß ich. Hm. Naja, wo ist denn die Axt? Wo haben wir die hingeschmissen? Müsste hier irgendwo liegen eigentlich, ne? Hier. Ich meine, ich könnte auch die Setzlinge hier nehmen. Das geht auch. Zumindest erstmal, aber... Ansonsten müssen wir uns da irgendwas anderes einfallen lassen. Oder wir müssen halt wirklich solche Touren machen. Wo wir wirklich durch die Gegend brettern und nur Pflanzenfasern zusammensuchen. Ist zwar auch irgendwie bescheuert, aber ja. Was willst du sonst machen, ne? Hm. Naja, müssen wir mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt erstmal fürs Erste, fürs Zuschauen. Wir haben ein bisschen... Ja, ja, ich weiß. Wir haben ein bisschen Action gehabt drüben auf der anderen Insel, haben aber jetzt alle Ingredients für das nächste Floßstück. Ne, da können wir uns hier gleich schon mal 4 Stück rausnehmen. Wunderbar. Oder waren das sogar 5? Es waren sogar 5. Okay. Da holen wir uns noch eins raus. Dann holen wir uns eine Schnur und dann bauen wir nächste Folge das nächste Floßteil. Und dann gucken wir mal, dass wir so langsam aber sicher mit dem Floß ein bisschen vorankommen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir halt auch eben Sauerstoff unter Wasser haben. Ne, sonst ist das Ganze ziemlich witzlos. Aber da bin ich mir sicher, das kriegen wir hin. Ne, das kriegen wir hin. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, Dankeschön fürs Zuschauen und bis dahin.